nervige Fragen. Ja, wir testen euch. Neues Jahr, neues Glück. Die nächsten Studenten kommen hoffentlich bald, denn wir brauchen das Geld tatsächlich von den Studiengebühren. Deswegen verwalten wir jetzt mal den Studiengang fürs nächste Jahr. Und wenn wir jetzt nochmal die Stufe erhöhen, dann kriegen wir hier, guck mal, echt noch ein paar mehr neue Bewerber. Das heißt, 24 haben wir jetzt, 21 kommen hinzu, dann sind wir bei 45. Das verdoppelt ungefähr die Einnahmen der Studiengebühren. Das sollte mir irgendwie helfen, hier finanziell ganz gut klarzukommen. Deswegen machen wir das jetzt, müssen aber auch die Infrastruktur entsprechend ausbauen. So, Kampfplatz ist jetzt hier ein zweiter gefordert. Jetzt ist die Frage, ob der hier überhaupt noch hinpasst. Mal gucken. Wenn ich dafür jetzt ein neues Gebäude kaufen müsste, wird das ein bisschen blöd werden. Geht jetzt nämlich gerade so nett. Wir müssen das ein wenig zusammenrücken, sonst wird das nichts. Ich will nicht dafür ein neues Gebäude kaufen müssen. Da ist es jetzt echt ein bisschen eng. So, bitte. So. Ja, komm, hin mit dir. Rest machen wir gleich. Das geht jetzt nicht. Wahrscheinlich wegen dem Blumenbeeten. Jawohl. So. Und dann bitte einmal kopieren. Einmal daneben. Und dann haben wir den zweiten Kampfplatz. Können das jetzt hier noch ein bisschen schöner hintrapieren. Machen wir aber dann im nächsten Jahr. Dann geht auf jeden Fall die Einnahmenseite mal ein bisschen weiter, ne? So. Das ist noch nicht so richtig hübsch hier. Aber erstmal. Studienanfänger sollten einen guten ersten Eindruck machen. Ja, erstmal ist die Kohle das größere Problem. Die Bank kommt jetzt erstmal weg. Achtung, der Stundenplan hängt jetzt aus. Ja, das ist eine Warnung wert, ne? So. Drücken wir das mal ein bisschen zusammen. Ja, ist jetzt auch nicht symmetrisch, aber ist jetzt wurscht, ne? Okay, können wir hier irgendwas upgraden? Nein, können wir nicht. So, medizinische Probleme hier. Das sieht schon mal gut aus. Attraktivitätswertung, da sind wir auch schon mal ein Stückchen weiter. Vorlesung, da müssen wir ran, ne? Also vielleicht nochmal Personal weiterbilden. Das wäre jetzt mal ein erster Schritt. Na kommt, wir machen so ein paar Leute, die sollen mal richtig gut sein. Na, das geht doch gut ins Ohr. So. Das ist der Sound von Two Point County hier bei Two Point Radio. Müssen aber auf jeden Fall. Two Point, das spirituelle Zuhause Ihrer Ohren. Heute haben wir eine Brainstorming-Sendung für Sie. Doch erst das Vergnügen. Dann die Arbeit. Alles Gönnen klar. Wir uns ein Bad in diesem akustischen Balsam und machen wir uns danach entspannt ans Werk. Also mehr Personal holen wir jetzt nicht. Ist halt auch eine Frage der Kostenseite, ne? Ist natürlich so ein Ding, wenn wir natürlich die Leute insgesamt besser kriegen, dann kriegen wir auch mehr Earth-Bonus. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, was wichtiger ist, hier Personalkosten sparen oder diesen Bonus abkassieren. Ja. Ach, das ist schon mal gut. Wir haben 3 Eindringlinge hier. Guck mal, da geht es mal ein bisschen in die richtige Richtung. Das finde ich schon mal ganz nett. So, das ist hier die Bilanz. Tag der offenen Tür. 2 Bewerber. Das ist doch gut. Der Drachenturm ist leider immer noch nicht drin. Brauchen wir diese ganzen Automaten, wenn wir da auch noch diese Kiosks haben. So, Invasion hat begonnen. Ihr guckt mal, da ist endlich mal was los. Na? Und jetzt, ne? Jawohl, ja.
Das ist so schön, oder? Das ist doch mega gut. Was haben wir denn hier? Die Bibliothek? Ja. Für den Drachenturm. Ich glaube, wir können uns dann nicht mehr lange drum drücken. Hier. Hygiene. Ja, duschen gehen, würde ich sagen, ne? Was können wir denn noch machen? Also, Schlafzimmer einrichten. Das wäre jetzt nochmal ein Ding. Da fehlt es uns jetzt ein bisschen. Da haben wir ja erst 5 Betten. Wir brauchen für 45 Studenten aber 9. Das heißt, 4 Betten müssen noch her. Ja. Machen wir das doch mal als nächstes. Ja, das haben wir. Hier. Karriereziel erreicht, Liebesbeziehung, das ist schon mal wunderbar. Jetzt kommt endlich Geld rein. So, da bin ich doch mal schon ganz happy. Pass mal auf, wir machen das hier wieder so ein bisschen, ach, ein klein bisschen verschnörkelt hier mit den Räumlichkeiten, oder? Eilmeldung, ich habe mich auf etwas Scharfes gesetzt. Was es war und welche Folgen es haben wird, steht noch nicht fest. Aber wir halten Sie auf dem Laufenden. Sehen Sie es? Steckt es in mir? Bitte sagen Sie mir, dass es nicht in mir steckt. Da haben wir es doch auch. Dies ist eine Testdurchsage. Wiederhole eine Testdurchsage. Alles klar. Gut, machen wir mal weiter. Entschuldigung, ignorieren das hier alles mal. Jetzt bin ich auf eine falsche Taste gekommen hier. Machen wir mal eine Tür hin. Oder wisst ihr was? Die Tür kommt jetzt mal auf die Rückseite. So, hier kommt noch eine Toilette dazwischen. Und da hauen wir 4 Betten rein. Ach, machen wir schön eng. Dann haben wir auch Platz für die Schreibtische, ne? So, steht hier irgendwie mal was dabei? Fürs Studieren bis spät in die Nacht. Ich weiß gar nicht, ob ich auch hier das gleiche Verhältnis Studenten zu Schreibtisch wie Studenten zu Bett brauche. Ich habe das bisher immer angenommen. Ihr könnt ja einfach mal was zu schreiben, wenn ihr das besser wisst. Bin da sehr offen für Hinweise. Achtung, wer dumme Fragen stellt, bekommt dumme Antworten. So, Teppich. Ein Fensterchen. Hier machen wir noch eins. Stufe 4, wunderbar. So, das war die Liebestrompete, die ist jetzt draufgegangen bei der ganzen Geschichte. Stellen wir nochmal eine neue hin. Wenn ich sie jetzt finde. Da haben wir sie. So. Hier gab es Kohle. Schriftgutarchiv. Ja, es wird dann langsam eng hier drin, oder? Das Personal wird gebeten, sich um die Studierenden geht zu noch. Scheren. Ja, geht noch. Okay. Ist nicht schön, aber es erfüllt die Anforderung, ne? Artillerie. Die Kunst des Schleuderns. Müssen wir mit Forschung freischalten. Wir kommen da nicht mehr drum rum, ne? Also, wo bauen wir denn unsere Forschung hin? Können wir jetzt vielleicht erstmal den Kredit zurückbezahlen? Das macht es ein bisschen angenehmer. So. Probleme mit Rost auf dem Campus. Was soll das denn? Nichts lässt die Knie eines gestandenen Ritters mehr schlottern als die Ankündigung, dass leichte Schauer zu erwarten sind. Ritter, die an Rostbeulen leiden, müssen in der Klinik behandelt werden. Alles klar. Gut.
Artillerie müssen wir, wie gesagt, erst erforschen. Der Übeltäter hat sich als Stechpalmenzweig vom gestrigen Mittagessen entpuppt. Man lebt riskant, wenn man seinen Mahlzeiten etwas Pfiff geben möchte. Doch dieser Vorfall wird mich nicht von zukünftigen Stechpalmen-Experimenten abhalten. Oh nein! Jo, also. Natürlich habe ich jetzt den Kredit abbezahlt und mit der Kohle hätte ich was anderes machen können, aber es ist billiger auf lange Sicht, jetzt erstmal die Verbindlichkeiten loszuwerden. Aber jetzt könnte mal irgendwie wieder eine Abrechnung kommen und dann will ich mal sehen, wo wir stehen. So, Kummerkasten haben wir, das gibt jetzt auch mal ein bisschen Kohle. Hier können wir noch mal ran. Rudolf einsäckeln. Alles gut soweit. Artillerie, naja, ne? Ist halt nicht. Dann schicken wir noch mal ein paar Studenten lieber in eine gute Ausbildung hier. Das geht halt mal gar nicht. Nein. Entschuldigung. Haben wir uns schon wieder verklickt, sowas aber auch. So. Du. Wenn es nicht in eurem Lebenslauf steht, ist es auch nicht passiert, wenn ihr mich fragt. Okay. Hier gab's Kohle. Belohnungen, 3 Bewerber für Rittersportwissenschaften. Jawoll. So. Ich würde sagen, dann können wir jetzt tatsächlich mal langsam ja, an die Forschung denken. Tut mir leid, Artillerie ist jetzt nicht. Nee, können wir nicht. Ist zu teuer. Tut mir leid. Nicht diesen Monat. Können wir das leider hier ablehnen, ne? Ist so. Nachhilfe ist ziemlich überlaufen. Okay. Erinnerung an alle Studierenden. Ich bin nicht eure Mutter. Mhm. Und ich bin immer noch froh darüber. Noch immer. Und ich werde es jedes Mal wieder sein, wenn du es sagst. Also wir können jetzt ehrlich gesagt nur ein bisschen warten, bis Kohle da ist. Aber die Monate verstreichen ja ganz gut. Ja, ist noch ein bisschen knapp mit dem Geld, muss ich zugeben. Aber das kriegen wir hin. Checken wir nochmal, ob das hier alles reicht. Das sind 20 Studenten. Hier sind 15. Da haben wir 10, macht 45, genug Betten da. Alles super. Hier ist hoffentlich keine Warteschlange. Zimmerkapazität 2. Das Studentenleben ist schon hart genug. Da können wir so. Euch wenigstens jede Menge Geld geben. Wunderbar. Smell my cash für Studierende. Klar, ihr müsst es irgendwann zurückzahlen, aber darüber könnt ihr euch später sorgen. Prinzessinnen-Attrappe. Forschung, 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 Forschung. Na ja, gut. Dann machen wir es jetzt, oder? Erinnerung an alle Studierenden. Denkt daran, dass ihr freiwillig hier seid. Wir stopfen einfach mal das Gebäude noch weiter voll. Ach Mensch. Hier. Jetzt verziehen wir es. So, die Tür. Und ich hoffe, dass ich bald genug Geld habe, mal für das nächste Gebäude. Dann können wir das ein bisschen schöner alles hier ja, mal sortieren. Bisschen was für die Hygienewertung. Bildung ist nicht erstattungsfähig. Was haben wir denn noch Schönes? Wiesengemälde. Ja, kommt Leute,
ein bisschen was für die Attraktivität hin und wieder mal, wenn Kudosch übrig sind, ne? So. Da haben wir 4 Eindringlinge. Da müssen wir vielleicht auch mal ein bisschen weiterbilden. Oder ein paar mehr Hausmeister haben, die sich darum kümmern. Eindringlinge gesichtet. Ihr wisst, was zu tun ist. Ich hab's schneller gemerkt. Oh, also hier echt noch viel Zeug. Aber das reicht jetzt erstmal für den Raum. Und dann erforschen wir. Der Drachenturm, der war ja schon mehrere Male gefordert. Insofern tun wir das jetzt und stellen eine Person ein, die Forschung macht. Jawohl. Hier. Stählerne Blase, schwupps. Du machst nur Forschung. Gibt's das hier? Nee, ne, doch da. So. Und dann würde ich gerne irgendwie mal Radio Two Point, der Sender, der ihrem Tag 2 Stützräder verpasst. Ich bin Ricky Hawthorne und es ist hat jemand die Zeit? Nein? Die Sonnenuhr war wohl ein Fehler. Ricky, die Kabine hat doch gar keine Fenster, sagten sie mir. Oh, was haben wir gelacht. Mehr zeitloses Radio nach dieser Jawohl. Da haben wir den ersten Stern. Hat ja keiner mit gerechnet gerade. Also ich persönlich nicht. Das ist jetzt einfach mal so passiert. Gibt ein paar neue Sachen hier. Naturclubstand, den Formschnittbusch. Und 2 neue Campusse. Jawohl, wir machen trotzdem hier weiter, ne? Studierende werden gebeten, an die Aufgaben wollte ich hier noch anpassen. Du machst bitte nur Forschung. So. Und dann wählen wir schon mal ein Forschungsprojekt. Das haben wir gemacht. Ja, haben wir gemacht. Alles klar. So, was haben wir denn hier noch? Bilanz. Gewinn ist gut. Invasionsbericht. Perfekt. Zählende Schafe. Die können wir uns jetzt tatsächlich mal leisten. Machen wir. Die. Ach, wie süß. Guckt euch das mal an hier. Wie blöd das guckt, oder? Ist ja geil. Ach, das finde ich niedlich. Das finde ich toll, sowas. Okay. So, das haben wir. Hier müssen wir forschen, natürlich. So, Tag war ein Riesenerfolg. Jawohl. An die Verwaltung, bitte auf die Flüssigkeitsaufnahme achten. Ignorieren wir das einfach mal weiter, ne? Das nächste Geld fließt in ein weiteres Gebäude. Was ist denn hier zum Beispiel? 10 Tage, 25.000, komm hopp. Wir brauchen Platz. Hier drüben haben wir nichts mehr, ne? Oh, da. Das streckt sich alles noch nach hier unten. Aber hier ist nichts. Das ist nur eine Burg. Da haben wir noch Gebäude. Okay. So. Da haben wir den Dozenten. Jetzt haben wir hier einige Dinge, die sich nicht erfüllen werden. Das lehnen wir ab. Das auch. Das auch. Was sollen wir tun? Ist halt nicht, ne? Okay. Der Campus wird erweitert. Sogar noch mehr als gewöhnlich. Alles klar. Also, ich würde jetzt gerne nochmal in die Studiengänge reingucken, beziehungsweise hier in den Kalender. Chefkoch Ricky hier mit dem Häppchen des Tages. Träumen Sie unterwegs manchmal auch von einem gekochten Ei? Zum Beispiel, wenn Sie gefrustet im Stau sitzen. Nun, Ihre Träume können wahr werden, denn Eier haben eine Hülle oder auch Schale, die sie schützt. Ich habe gerade selbst 2 gekochte Eier in der Tasche. Ja. Probieren Sie es einfach einmal aus. Danke, nein. Also, erstens haben wir hier Ziele für den 2. Stern.
Jost-Turniere gewinnen. Kampfplatz, Turnierplatz und Klinik der Stufe 5. Da können wir ran. Wir brauchen mehr Studenten auf dem Campus. Das heißt, wir müssen noch zweimal die Stufe erhöhen, wenn wir bei einem Studiengang bleiben wollen. Und wir müssen 10 Liebesbeziehungen entwickeln. 10! Wisst ihr noch, was das für ein Krampf war, als wir irgendwie nur 3 machen wollten? Uff, also. Gut. Fangen wir doch mal mit solchen Themen nochmal an. Es läuft alles irgendwie noch. Akute Dozentenknappheit hier, hä? Also ich würde sagen, wir kopieren das Gebäude jetzt gerade nochmal so ungefähr. Von der Idee her. Gucken, wie weit wir kommen mit der Kohle, die da ist. Machen wir mal eine Reihe hier. Dann machen wir es hier in die Richtung ein bisschen größer und dann wird das schon gleich zu teuer. Ei, ja. Dann lassen wir das erstmal und überlegen nochmal, wann wir das wirklich brauchen. Mhm. So, Kino-Events gibt es jetzt. Was machen wir denn da? Boogie Nights, Studierendenzentrum, haben wir nicht aktuell. Jetzt ist halt die Frage, kann man ein bestehendes Gebäude auch noch erweitern? Was passiert, wenn ich hier klicke? Es würde gehen. Okay, es würde gehen. Alles klar. Gehst du weg? So, jetzt ist schon wieder... Nee, abbrechen. Abgelenkte Studierende sollten zumindest so tun, als hörten sie zu. Okay, also, dann nehme ich ein bisschen Geld in die Hand, tatsächlich. Fangen wir mal mit dem Gebäude in eher klein an. Und mach mal hier tatsächlich so einen Abklatsch von dem. So, und dann können wir es noch nach hinten erweitern irgendwann. Jetzt soll es mal hier einen Eingang geben. Ist das symmetrisch? 2, 4, 6 links, 2, 4, 6 rechts. Das passt so. Der Campus hat ein neues Gebäude eröffnet. Jaha. Ist das nicht wunderbar? Ja, ist es. Okay, also Kampfplatz. Ich habe gerade ein Taschenei gegessen und muss mir für das nächste Buchclub-Treffen unbedingt noch eine Ladung kochen. Ja, ich gehöre seit meiner Jugend einem Buchclub an und versuche mich schon zum 5. Mal am missmutigen Minstrel, einem Klassiker aus unserem County. Die alte Sprache ist schwierig und ich beiße mir schon am Titel die Zähne aus. Vielleicht esse ich lieber noch ein Ei, da droht meinen Beißerchen wenigstens keine Gefahr. So, das kriegen wir hin. Das passt ja alles ganz gut noch. Das hätten wir. Turnierplatz, Stufe 5. Keine Fragen zu stellen. Oder hätte er Stufe 2. Das ist natürlich jetzt ein bisschen grober. Und so eine Tribüne ist zwar echt eine schöne Sache. Ne, pass auf, das machen wir anders. Wir machen das Ding größer. Dann passt die Tribüne hin. Okay, ist jetzt nicht mehr ganz symmetrisch, ist mir aber vollkommen egal. Dann haben wir aber das Geld für die Tribüne. So. Hinweis: Eindringlinge auf dem Campus. Herrje. Machen wir so.
Oder aber, mal gucken, mal, ob das hier funktioniert. Nee. Okay. Stufe 4. Dann kommt noch ein bisschen was hin. Hier einfach noch so ein bisschen Zeug. So. Das drehen wir einfach mal ein bisschen. Hier Stufe 5 passt. Okay, das haben wir erledigt. Dann Linie Stufe 5. Hat Stufe 2. Das ist jetzt echt nicht viel. Keine unerlaubten Gespräche auf dem Campus, bitte. Geht da was? Da geht was. Hier auch. So. Ja, Drachenturm kommt gleich. Dann machen wir ein paar Bilder hin. Pflänzchen. Das hilft viel. Machen wir noch eins. Eine Platine. Was haben wir denn noch Schönes? Zeit für die Frage der Woche. Diesmal, welches Instrument ist das lustigste? Es gab tolle Antworten, darunter auch viele, die wir leider nicht vorlesen können. Halt die Luft. Die vulgäre Haufen. Klopf, klopf. Wer ist da? Pup, pup. Pup, pup, wer? Die Posaune. Posaune. Haha, das ist ja zum Schießen. Darüber lache ich bestimmt morgen noch. Geruhen Sie sich wohl, liebe Zuhörer. Und gute Nacht. Wir haben gerade das war nicht witzig. Forschungsprojekt abgeschlossen. Gute Arbeit. So, hier. Vollgestopft. Jawohl, Invasion haben wir hingekriegt. Das Ziel haben wir erfüllt. Jetzt gucken wir hier nochmal. Ach du Schreck. Also hier, das gab Geld. Das nehmen wir an. Bilanz ist gut. Boogie Nights. Ja, das Studierendenzentrum. Das wäre das nächste, was wir jetzt machen. Schon wieder Rost. Sowas aber auch. Also dann machen wir heute mal was ganz anderes. Arzt, bitte zurück ins Krankenhaus. Besten Dank. Falsches Spiel. So. Ja, wir machen das heute mal ein bisschen witziger als sonst hier vom Bau. Das machen wir mal so. Dann brauchen wir mal eine Bar. Hier hinten, das wird alles Tanzfläche. Das Jahresende naht. Ihr könnt immer noch durchstarten. So, dann hier so ein bisschen. Da wisst ihr was, wir machen die Tanzflächen da hinten wieder weg. Denn da passen gut hier solche Sachen hin. Dachte ich. Hier. Nicht erreichbar. Jetzt? Was ist mit dir? Ich verstehe das Problem. Okay. Dann machen wir es doch anders. So. So hier. Fähigkeiten sind nicht übertragbar. So. Okay. Dann nehmen wir
Hier mal eine Dartscheibe hin. Die Jahresendwertung steht fest. Sieh mal eine an. Die Bühne. Ah! Das können wir nicht abbrechen. Nein, Übersicht. Alles gut. Genieß den Sommer. Das habe ich jedenfalls vor. Ja, ich wollte nämlich gar nicht abbrechen. So, die Bühne passt jetzt leider hier doch nirgendwo hin. Der Sommer bietet Zeit zum Entspannen und um sich auf das nächste Jahr vorzubereiten. Dann machen wir es nochmal anders. Dann kommt jetzt erst die Bühne hin. So, und wenn wir die haben, gucken wir mal, ob wir hier noch ein bisschen was wegbauen können. Und dann ist die Bühne ungültig. So ein Mist. Gut, dann ist es halt so. Hier eine Tür. Ui, ich bin ja schon wieder über meiner halben Stunde für heute. Pass auf, wir machen das Zimmerchen noch fertig, ne? Die Idee, die ich nämlich hier hatte, war zu sagen, wir machen hier eine Tür, machen hier eine Toilette rein. Jawohl, also noch ein paar Tischgruppen. Je mehr du lernst, desto länger hast du gelernt. So, lassen wir es erstmal gut sein, ne? Kostet ja auch nur 70.000, das Ding. Auf jeden Fall können wir jetzt hier die Party machen, die ja, gefragt ist. Entenstrauch, ja gut, Party ist weg hier. Boogie Nights, da haben wir so ein Event, richten wir ein. Boogie Nights, einmal im Jahr, bitteschön. Dann haben wir noch mal eine Sache hier für die Studenten gemacht, wo sie sich drüber freuen. Dann müssen wir das Tjost-Turnier mal angehen. Vielleicht könnte man das schon mal buchen. Nicht der Eingang. So, hier, Event einrichten. Jedes Jahr wiederholen? Geht nicht. Studiengebühren werden womöglich zum Finanzieren von Personalboni genutzt. So, da sind wir wie gesagt am Jahresende. Und beim nächsten Mal gucken wir, dass wir das Ganze hier wieder ein bisschen aufbohren, starten das Folgejahr und arbeiten uns hier einfach an den Campusanforderungen und den Zielen weiter ab. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Hier ist es ein bisschen laut, aber ich verabschiede mich jetzt trotzdem. Bis dann, euer Matze.